Hallo zum zweiten Video der Reihe für reguläre Ausdrücke. Nun, wir haben uns im ersten Video ja um die Grundlagen von regulären Ausdrücken oder Regular Expressions gekümmert und wollen uns jetzt in diesem Video ein bisschen mehr um weiterführende Themen kümmern, einfach um das ein ganz klein wenig zu vertiefen. Beginnen wir mit einem Begriff, den wir im ersten Video schon mal kennengelernt haben, nämlich greedy. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Wir haben den zu analysierenden Text Berufsschule 7. Dann suchen wir als Regex S+, das ist im Prinzip Suche den Buchstaben S ein oder mehrmals hintereinander. Und damit wir sehen, wie viele Matches wir haben, ersetzen wir das einfach mit Plus. So, wenn wir jetzt unseren Text Berufsschule 7 ansehen, sehen wir hier tatsächlich zwei S hintereinander. Und die Frage war ja damals, habe ich jetzt hier eine oder zwei Ersetzungen? Weil das erste S wäre ja eine Erfüllung der Forderung, ein oder mehrere S. Aber auch zwei S zusammen wäre eine Erfüllung der Forderung, ein oder mehrere S. Wenn wir das Ganze jetzt ersetzen lassen, sehen wir, wir haben tatsächlich ein Match. Er sieht das Doppel-S als ein Match für die Forderung ein oder mehrere S hintereinander. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen im Detail an. Also die Engine legt los und prüft jetzt erstmal das S und geht jetzt mit diesem S über den String, bis eben tatsächlich ein Match gefunden wurde. Das heißt, von meinem regulären Ausdruck S wird im String das S gefunden. So, jetzt kommt der Quantor ins Spiel. Und der Quantor heißt jetzt nichts anderes wie suche ein oder mehrere S-Zeichen, wie wir es gerade eben gesehen haben. Das heißt, die Suche geht jetzt weiter auf den nächsten Schritt. Entscheidend ist jetzt, dass durch diesen Quantor, der greedy ist, man versucht oder die Engine versucht, diesen Match möglichst voll zu kriegen. Also möglichst viele Treffer in diesen einen Match reinzupacken. Und das wäre eben dieses klassische greedy Verhalten. Jetzt ergänzen wir unseren Ausdruck mit einem Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen bedeutet jetzt in dem Zusammenhang kein Quantor, sondern ich setze jetzt meinen Plus-Operator auf non-greedy oder reluctant, kann man das auch nennen. Das heißt, jetzt ist diese Engine derart eingestellt, dass sie versucht, möglichst schnell den Match zuzumachen. Wir haben wieder unsere beiden S, wir ersetzen wieder mit dem Plus und rauskommen jetzt zwei Matches. Das heißt, sowohl das erste als auch das zweite wurden je durch einen Match ersetzt. Gucken wir uns jetzt auch nochmal au detail an. Wir suchen wieder in unserem String den ersten regulären Ausdruckwert, nämlich das S, und landen hier. So, jetzt kommt dieser Non-Greedy-Operator, und zwar ein oder mehrere S, und zwar Non-Greedy. Das heißt, sobald ich einen Match habe, macht den Match zu. Jetzt läuft er weiter mit einem neuen Match. Beide Matches erfüllen ja die Bedingung ein oder mehrere S. Insofern habe ich jetzt hier zwei Matches. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wofür brauche ich das überhaupt? Weil S plus Fragezeichen kriege ich eigentlich sehr viel eleganter mit nur S hin. Also wenn ich S suche, kriege ich meinen ersten Match beim ersten S von Berufsschule und den zweiten Match beim zweiten S. Das wäre eigentlich viel kürzer und viel besser. Und ja, das ist richtig, aber jetzt schalten wir mal unsere Engine um auf Filtern und gucken uns den Text JavaScript und TypeScript an. Und ich möchte jetzt wissen, welche Skriptsprachen in diesem Text auftreten. Ja, die möchte ich jetzt rausfiltern. Und der reguläre Ausdruck wäre jetzt Punkt plus, also ein oder mehrere beliebige Zeichen, gefolgt von dem Text Script. Wenn ich das jetzt loslege, ist eben mein Punkt plus greedy. Das heißt, mein Filter gibt mir jetzt ein Match aus. Ja, er findet zwar JavaScript, aber er geht jetzt weiter, weil dieses Script ist an der Stelle jetzt auch ein beliebiges Zeichen. Also dieser Punkt plus läuft jetzt wirklich bis zu Type vor und dann wird erst dieses Script akzeptiert. Also ein greedy Verhalten.
Wenn ich jetzt hier non-greedy mache, dann verhindere ich, dass dieses Punkt plus eben über meinen kompletten String drüber geht. Und dann bekomme ich als Ausgabe wirklich zwei Matches. Das heißt, auf meiner Liste sehe ich jetzt JavaScript und TypeScript. Gut ist noch das Komma davor, da kann man dann noch ein paar Zusatzgeschichten machen, damit es nicht auftaucht. Aber darum geht es jetzt an der Stelle nicht. Ich habe hier jetzt eben tatsächlich in meiner Ausgabe zwei Informationen. Einmal JavaScript als Ausgabe und danach kommt TypeScript in einer neuen Zeile. Dafür kann man das brauchen. Zugegebenermaßen nicht ständig notwendig, aber wie gesagt, es gibt, wenn man das Ganze jetzt über mehrere Zeilen eben entsprechend ausgeben möchte, durchaus seinen sinnvollen Use Case für das Ganze. Das nächste Thema auf unserer Agenda ist possessives Verhalten im Zusammenhang mit Backtracking. Und possessives Verhalten ist jetzt wahrscheinlich noch esoterischer als das non-greedy Verhalten. Aber wenn wir hier schon einen fortgeschrittenen Regex-Kurs haben, dann wollen wir auch über diese Begriffe sprechen, weil wenn wir das Verhalten von Operatoren mal im Netz uns schlau machen, dann tauchen diese Begriffe eben possessiv und Backtracking immer wieder auf. So, wie gehen wir das an? Wir haben unsere Regex-Engine auf Validieren gestellt, haben wieder unseren bekannten String Berufsschule 7 und suchen jetzt Punkt Stern Backslash D. Und das ist nichts anderes wie beliebige Zeichen, also 0 bis viele beliebige Zeichen, gefolgt von einer Ziffer. Ja? Und genau das haben wir ja oben. Das heißt, der Validierer würde jetzt ein True auswerfen, weil, was haben wir? Wir haben irgendwelche Zeichen und am Ende ist eine Digit, also eine Ziffer, in unserem Fall die 7. Ja, und insofern erstmal alles soweit klar. Was ich jetzt aber machen möchte, ich möchte jetzt mal Schritt für Schritt angucken, wie die Engine das intern abarbeitet. Als allererstes wird wieder unser erster Teil des regulären Ausdrucks ausgewertet, nämlich Punkt, Stern, das heißt beliebige Zeichen. Also er fängt vorne an und geht dann bis zum Schluss. Jetzt ist es aber so, dass wir den ersten Teil unseres regulären Ausdrucks komplett abgearbeitet haben. Nämlich dieses Punkt Stern gilt ja, weil es sind ja beliebig viele beliebige Zeichen, gilt ja für den Kompletttext Berufsschule 7. Das heißt, ich bin am Ende dieses Textes angekommen. Ich habe aber noch dieses Backslash D. Und die Frage ist jetzt, ist nach dieser beliebigen Anzahl beliebiger Zeichen noch ein Backslash D zu finden? Und die Antwort ist nee, weil ich bin am Ende des Strings angekommen. Das heißt, streng genommen habe ich jetzt kein Match. Und jetzt wird man sich denken, ja, das ist aber nicht der Sinn dieses regulären Ausdrucks. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich möchte gerne beliebig viele Zeichen, die dann mit einer Ziffer beendet werden. Aber ich bin jetzt sozusagen über das Ziel hinausgeschossen mit Punkt Stern. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss wieder zurücklaufen. Das heißt, ich brauche jetzt ein sogenanntes Backtracking auf den letzten gültigen Bereich, der für den vorausgegangenen Teil Regex-Ausdruck noch gilt. Und das ist eben bis zum E. So, das heißt, wir sind jetzt hier bei der 7, haben jetzt den Ende des Ausdrucks erreicht und das Ende des Textes. Das heißt, jetzt haben wir tatsächlich unseren kompletten regulären Ausdruck ausgeführt und ein Match gefunden, nämlich beliebig viele Zeichen gefolgt von einer Ziffer. Und damit haben wir einen gültigen Match. Das heißt, er ist sozusagen erstmal übers Ziel hinausgeschossen und hat dann gemerkt, ups, jetzt geht es nicht mehr weiter, ist zurückgelaufen bis zum letzten gültigen Bereich und hat dann den zweiten Teil oder den nächsten Teil des regulären Ausdrucks ausgeführt. Und damit haben wir unseren Punkt gefunden und es wird ein True ausgegeben. Und jetzt stelle ich meinen Sternoperator auf possessiv um. Ja, das heißt,
ich habe jetzt sozusagen eine Änderung in der Verarbeitung, ja, erzwungen. Und jetzt bekommen wir hier ein False raus. Das heißt, irgendwie funktioniert es anders. Also, wir haben jetzt den Operator auf Possessiv und jetzt findet er das nicht mehr. Was ist passiert? Wir gehen wieder auf unsere Engine und laufen wieder bis zum Ende durch. Jetzt müssen wir den zweiten Wert verarbeiten und wir sind wieder auf Rot. Und jetzt kommt das Possessive an dem Ganzen. Wir haben jetzt kein Backtracking mehr. Das heißt, mein possessiver Operator funktioniert jetzt auch erstmal greedy, aber wenn er einmal da war, geht er nicht mehr zurück. Und dadurch haben wir jetzt ein Ende des Ausdrucks, Ende des Textes und keinen gültigen Match. Jetzt kann man sagen, wofür gibt es das denn? Und ganz ehrlich, man verwendet es eher selten. Es sei denn, ich weiß, ich brauche durch meinen regulären Ausdruck gar kein Backtracking und dann habe ich dadurch einen Performance-Gewinn. Das ist eigentlich ja, der häufigste Use Case, dass man einfach schneller die Regex Engine abarbeiten lässt. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Also possessiv werden wir relativ selten brauchen. Aber wenn man mal irgendwo liest, Operatoren können greedy, non-greedy und possessive sein, dann wissen wir jetzt, was da gemeint ist. Der nächste, wahrscheinlich sehr viel sinnvollere Bereich, den wir jetzt uns noch anschauen wollen, sind die Capture Groups. Und zwar haben wir jetzt hier einen Text. Dies ist der dritte, vierte und fünfte Versuch. Ja? Und ich möchte jetzt Folgendes suchen. Eine Ziffer, gefolgt von einem Punkt. Wir müssen den Punkt ja escapen. Gefolgt von einem Whitespace. Und das würde jetzt streng genommen die drei Punkt-Leerzeichen, vier Punkt-Leerzeichen und fünf Punkt-Leerzeichen identifizieren. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt durch unseren Ersetzer durchschieben, sehen wir, dass genau das auch passiert. Die drei Punkt-Leerzeichen wird ersetzt, vier Punkt-Leerzeichen wird ersetzt und fünf Punkt-Leerzeichen wird ersetzt. Was ist aber, wenn ich nur die ersten beiden haben möchte? Ja, dann könnte ich jetzt sagen, okay, Backslash D, Backslash Punkt, Backslash S und dann nochmal Backslash D, Backslash Punkt, Backslash S. Dann würde ich genau das finden. Sehr viel eleganter ist es aber, wenn wir das Ganze mit einer sogenannten Capture Group lösen. Dafür klammern wir diesen ganzen Ausdruck ein und sagen jetzt, dieser Ausdruck Backslash D, Backslash Punkt, Backslash S ist jetzt eine Capture Group. Und jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Ich kann mit Hilfe von einem Quantor sagen, das, was da in Klammern steht, muss jetzt nochmal kommen. Ja, also ich suche sozusagen jetzt Backslash D, Backslash Punkt, Backslash S und dann nochmal, mindestens noch einmal Backslash D, Backslash Punkt, Backslash S. Und wenn wir das Ganze dann identifizieren, dann sehen wir, wir haben tatsächlich hier drei Punkt leer, vier Punkt leer zweimal hintereinander, also mindestens zweimal. Und bei der Ersetzung hätten wir jetzt hier tatsächlich dieses eine Plus. Wir haben sozusagen das jetzt etwas kürzer ausgedrückt. Das ist immer dann praktisch, wenn was in Klammern steht, relativ kompliziert und umfangreich ist und ich es zweimal benötige. Dann ist es ganz praktisch. Nun, wir merken uns, Capture Groups definieren wir dadurch, dass wir sie in Klammern setzen und wir speichern damit diese Regel und können sie mit dem Quantor entsprechend nochmal referenzieren. Der wahrscheinlich noch wichtigere Anwendungsfall für Capture Groups ist das sogenannte Backreferencing. Nicht zu verwechseln mit Backtracking, das war was anderes. Ja, also Backreference, ich referenziere nach hinten. Und dazu schauen wir jetzt mal folgenden Satz an. Die Klasse kommt ins Zimmer. Und ich habe jetzt hier Buchstabenpaare und die suche ich jetzt. Und das ist jetzt mit, ich sag mal, klassischen Regex nicht machbar, weil entweder ich suche ein Doppel-S oder ein Doppel-M oder irgendwelche Buchstaben, die zusammenkommen. Aber hier möchte ich, dass ein gefundener Buchstabe nochmal kommt. Ja, in dem Fall beim S und beim M. Und hierzu mache ich jetzt Folgendes. Ich suche jetzt einfach ein Zeichen. Ja? Punkt. Beliebiges Zeichen. Ich hätte jetzt auch Word-Zeichen oder Wortzeichen nehmen können, aber es funktioniert wirklich bei allen. Da packe ich jetzt eine Klammer rundherum, habe somit eine Capture Group.
Und jetzt referenziere ich nicht mit dem Quantor diese Capture Group, sondern mit Backslash 1. Backslash 1 ist jetzt das Auftreten der ersten Capture Groups, aber das schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Und dadurch kriege ich es tatsächlich hin, dass er dieses Doppel-S, das Doppel-M und Doppel-M als Match ersetzt. Das heißt, diese Capture Group speichert mir den Match, das, was wirklich gefunden wurde. Aber gucken wir uns das nochmal wirklich en Detail an. Wir haben jetzt hier unsere Capture Group und Backslash 1 die Referenz auf die erste Capture Group, auf den Match. Das heißt, wir sind mit unserer Capture Group am Anfang des Strings, haben das D gefunden und dieses Backslash 1 können wir uns wirklich so vorstellen, als würde das D dieses Backslash 1 ersetzen. Also jetzt steht hier, suche, ich habe ein D gefunden, gefolgt von nochmal einem D, diesem roten D. Und jetzt geht die Engine weiter und schaut sich den nächsten Buchstaben an. Und jetzt erkennt die Engine, hoppla, das ist kein D, sondern ein I, also kein Match. Jetzt gehen wir weiter und haben jetzt hier das I als Fundstelle für unseren Punktoperator. Und dadurch wird mit Backslash 1 jetzt wieder I gesucht. Also das heißt, ich suche ein I. Gefolgt von einem I ist es aber ein E, also kein Match. Und jetzt geht es so weiter. Jetzt geht er aufs E und sucht im Folge wieder ein E. Ist aber ein Leerzeichen. Und jetzt rattert der halt so durch. Jetzt sind wir inzwischen hier gelandet. Und ja, jetzt schauen wir uns mal den nächsten spannenden Match an. A, gefolgt von A, ist aber ein S. Und jetzt haben wir das S. Und er sucht jetzt nach dem S wieder ein S. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Match. Also der Punktoperator hat ein S gefunden. Mit Backslash 1 back mache ich ein Backreference auf dieses S. Also er sucht S, S und hat ein Match. Und damit komme ich jetzt auf sämtliche Doppelbuchstaben oder Doppelzeichen streng genommen. Wir haben den Punktoperator in unserem String. Und so funktioniert jetzt dieses Backreference. Wir merken uns jetzt, dass eben dieses Backslash 1 eine Referenz auf den ersten gefundenen Teilmatch, also auf das, was wirklich gefunden ist. Ja? Und damit referenzieren wir eben dieses Teilergebnis. Wir können jetzt aber noch mehr machen. Und schauen wir uns mal Folgendes an. Ich habe hier ein Wortzeichen, gefolgt von einer Ziffer. Jetzt mache ich hier eine Capture Group drauf, und zwar die erste. Und hier in dieses grüne Kästchen speichere ich oder notiere ich jetzt gleich immer, was diese Capture Group finden wird. Und jetzt mache ich die zweite Capture Group, und die mache ich jetzt nur um dieses W, um das Wortzeichen rundherum. Und das merke ich mir hier mit diesem Kästchen. Und jetzt mache ich hier meine Backreferences. Ja, mit Backslash 1 mache ich meine Referenzierung auf die erste Capture Group und mit Backslash 2 die Referenz auf die zweite Capture Group, beziehungsweise jeweils auf die Matches der Capture Groups. Dann gehen wir das Ganze mal durch. Also die Maschine arbeitet jetzt den regulären Ausdruck ab und fängt jetzt mit dem Backslash W an. Backslash W ist jetzt streng genommen die zweite Capture Group, so die zweite Klammer. Also wird mein Backslash W erstmal den ersten Teil des Strings abarbeiten, nämlich das A. A ist ein Wortzeichen, also steht in der zweiten Capture Group jetzt das A drin. Das merkt sich die Maschine. Jetzt wird das zweite Zeichen geprüft und damit auch das zweite Element des regulären Ausdrucks, weil wir ja keine Quantoren haben. Jetzt prüft die Engine, ist denn das zweite Zeichen eine Ziffer? Und das ist nicht richtig. Ja, das ist ein B, keine Ziffer, also habe ich keinen Match. Die Maschine arbeitet jetzt weiter. Das Wortzeichen wird jetzt wieder geprüft. Also wir haben jetzt hier ein Backtracking sozusagen. Und das Wortzeichen B wäre ein Wortzeichen. Also steht es in der zweiten Capture Group, also zweite Klammer, wieder das denn aktuelle Buchstabe, spricht das B drin.
Jetzt geht es wieder weiter, ist nicht gefolgt von einer Ziffer, also haben wir an der Stelle wieder keinen Match. Nun sind wir beim nächsten, das ist wieder ein A, das heißt in die zweite Capture Group wird ein A eingetragen. Jetzt guckt er, was steht nach meinem Wortzeichen? Eine Ziffer, das heißt tatsächlich ein Backslash-D-Digit und damit haben wir einen Match. Und das ist jetzt der erste Match, der für die erste Capture Group, also für die erste öffnende Klammer, die rote, wie ich es eingezeichnet habe, eben gilt. Insofern steht jetzt in unserem Speicher für die erste Capture Group jetzt das A2 drin. Okay, damit haben wir jetzt tatsächlich einen Match für meinen Backslash W und Backslash D gefunden. Jetzt geht die Engine weiter. Jetzt haben wir hier eine Back-Reference, in dem wir sagen, kommt jetzt ein weiterer Ausdruck, der genauso ist wie das, was wir vorher gefunden haben, sprich das, was in so einem Speicher für die erste Capture Group drin steht, nämlich A2. Und ja, nach dem ersten A2 in unserem String kommt ein zweites A2. Das heißt, wir haben immer noch keine Verletzung unserer Regex-Regel, noch sind wir sozusagen im Bereich eines möglichen Matches. Das heißt, die Engine kann jetzt weitergehen und das nächste abarbeiten und somit den nächsten Ausdruck und den nächsten String oder das nächste Zeichen unseres Prüfstrings. Und da landen wir dann bei Backslash 2. Und das ist ja die zweite Capture Group. Und was hat die gefunden? Ja, das, was in der grünen Klammer gefunden wurde, und das war ja das A. Das heißt, aktuell untersuchen wir ja das Zeichen in dem String nach dem A2, A2, und das ist auch das A. Das heißt, wir haben hier einen gültigen Match. Ja, wir sind am Ende des regulären Ausdrucks angekommen und dementsprechend haben wir hier einen Match und haben somit einen regulären Ausdruck erzeugt, der mit zwei Capture Groups mit Backreference eben agiert. Und ja, das ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr konstruierte Geschichte, aber ich wollte hier einfach nochmal zeigen, wie eben diese Capture Groups oder warum bei diesen Capture Groups Backslash 1 steht und eben was eben Backslash 2 bedeutet, wie man das eben interpretieren kann. Das Ganze geht jetzt bis Backslash 9. Aber ich würde mal sagen, wenn jemand auf die Idee kommt, wirklich 9 ineinander verschachtelte Capture Groups mit Backreference zu machen, dann ja, hat er Nobelpreis für reguläre Ausdrücke verdient. Wir können jetzt auch solche regulären Ausdrücke benennen. Und das können wir so machen, dass wir jetzt nicht mit Backslash 1 und Backslash 2, also Numbered Capture Groups, nutzen, sondern wir verpassen dem jetzt einfach einen Namen. Und genau den Ausdruck, den wir uns vorhin angeguckt haben, nehmen wir jetzt und versehen ihn mit Namen. Und das funktioniert ganz einfach so. Wir haben jetzt hier die rote Klammer und die rote Klammer wird jetzt mit diesem Fragezeichen und einem Namen, das habe ich jetzt Buchstabe, also BSDB genannt. Und das Fragezeichen leitet jetzt die Benamung ein. Und bei der Backreference nutze ich jetzt nicht mehr die 1, sondern Backslash K für diesen Verweis und dann wieder den Namen. Und mit der grünen Klammer mache ich es jetzt wieder genauso. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Fragezeichen, das die Benamung einleitet, dann dieses kleine Zeichen. Zahl habe ich es jetzt einfach genannt, größer Zeichen, damit haben wir es benannt. Und mit Backslash K habe ich hier die Referenz, die Backreference realisiert und kann dann eben auf diese Nummerierung verzichten. Kann jeder für sich selber jetzt entscheiden, was er als sinnvoll erachtet, als einfacher mit dieser Numbered Capture Group oder den Named Capture Groups. Das ist wie gesagt Geschmackssache. Auf jeden Fall funktionieren diese beiden Ausdrücke, die wir hier sehen, identisch. Ja, das letzte Thema, das wir uns anschauen wollen, sind die Lookaround Assertions. Und das ist eine ganz spannende Sache. Und zwar gehen wir mal von folgender Situation aus. Ich habe jetzt hier einen Text, wo ich jetzt ein Wort in Klammern finden möchte. Und dazu sage ich, ich suche jetzt erstmal die Klammer, dann einen beliebigen Text und Klammer zu.
Ja, also geöffnete Klammer, irgendein Text, schließende Klammer. Und ich kümmere mich jetzt nicht irgendwie um greedy oder non-greedy, weil ich habe zu meinem Text wirklich nur eine schließende Klammer. Und insofern werde ich genau das Folgende über meinen Filter finden. Nämlich Klammer auf, finden, Klammer zu. Jetzt wollte ich aber eigentlich das suchen, was in den Klammern steht. Das heißt, diese Klammern könnten mich jetzt stören. Ich sage, ich will die Klammer gar nicht, sondern nur das, was in Klammern steht. Und das ist jetzt ein Problem. Weil wir haben bei unseren regulären Ausdrücken bis jetzt die Situation, dass der Match und die Suchbedingungen immer abhängig voneinander sind. Das heißt, die Suchbedingung ist einfach gleich Teil des Matches und wird immer ausgegeben. Ich möchte aber, dass sie voneinander unabhängig sind. Und dazu gucken wir uns mal Folgendes an. Ich habe jetzt hier den Ausdruck ein bisschen auseinandergezogen und jetzt ergänzen wir den mit ein paar Sachen, die die sogenannten Lookaround Assertions jetzt bedingen. Und zwar mache ich jetzt hier wieder eine Klammer rundherum. In grün sehen wir das hier. Fragezeichen, kleiner ist gleich. Und dann kommt das, was ich suche, nämlich die öffnende Klammer. Und das, was wir jetzt in grün sehen, ist eine sogenannte Lookback Assertion. Das bedeutet jetzt übersetzt, suche den Ausdruck, der nach dieser Klammer steht. Ja, also suche nicht die Klammer, sondern das, was danach steht. Ja, also Lookback Assertion. So, auf der anderen Seite sehen wir jetzt hier in Rot, Klammer auf, Fragezeichen ist gleich und dann die zu suchende Klammer, Klammer zu. Und das wäre jetzt eine Look Ahead Assertion. Das heißt übersetzt, suche den Ausdruck vor, in dem Fall jetzt der Klammer, weil ich ja nach diesem ist gleich Backslash Klammer habe. Das heißt, ich suche jetzt nicht die Klammer selber, sondern das, was davor steht. Gut, dann probieren wir das mal aus. Also wir gehen mit diesem Ausdruck wieder auf unseren Text und der Filter schmeißt uns jetzt hier tatsächlich das Finden raus, ja, weil das eben der Ausdruck ist, der eben in den Klammern steht. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Unabhängigkeit der Suchbedingungen von dem eigentlichen Match. Jetzt gibt es noch die Negation des Lookbacks. Da mache ich dann einfach ein Fragezeichen statt dem Ist. Ja, das bedeutet jetzt einfach, suche ein B, das nicht nach einem A steht. Und beim Look Ahead geht es genauso. Hier tauschen wir das auch entsprechend mit einem Ausrufezeichen aus. Also suche ein B, das nicht vor dem A steht. Ja, also einfach auch hier, das ist gleich mit einem Ausrufezeichen ersetzt. Zum Schluss möchte ich nochmal ganz kurz auf eine mögliche Implementierung eingehen. Wie so oft nehme ich jetzt hier Java. In den anderen funktioniert es ähnlich. Also insofern ist es egal, welche ich nutze. Man googelt dann einfach seine Programmiersprache mit Regex und dann findet man schon genügend Beispiele. Also schauen wir es uns mal in Java an. Ich werde jetzt einfach die Java-Bibliothek verwenden, die am meisten Möglichkeiten bietet, also wo wir suchen, ersetzen können, wo wir das validieren können und wo wir auch unsere Filterfunktion haben. Und dazu brauchen wir jetzt ein Objekt der Klasse Pattern. Das finden wir in Java Util Regex, myPattern, und hier möchte ich meinen regulären Ausdruck hinterlegen. Und das läuft so, dass ich sage Pattern und jetzt Compile. Das heißt, der wird vorbereitet, dieser reguläre Ausdruck, was auch immer hier drin steht, den werden wir gleich ein bisschen näher spezifizieren. Und jetzt kann ich hier noch Flags setzen. Pattern. Was weiß ich, nehmen wir mal Case Insensitive. Wenn ich mehrere setzen möchte, dann muss ich die bitweise verodern. So, dann, wenn ich jetzt weitermache, das heißt, wenn ich das jetzt anwenden möchte, muss ich es ja irgendwie mit auf einen Text anwenden und dafür brauche ich einen Matcher. Der liegt auch in Java Util Regex und ja, myMatcher ist gleich und jetzt sage ich myPattern Matcher und jetzt kommt hier mein Text, beispielsweise Berufsschule 7. So.
Und was suchen wir? Machen wir mal suchen und ersetzen. Und wir suchen jetzt alle Vokale. A, E, I, O, U. Das ist mein regulärer Ausdruck. Und jetzt möchte ich ihn ersetzen. My Matcher replace all. Und jetzt möchte ich das mit einem Plus ersetzen. So, dann gucken wir uns das mal an. Und siehe da, er ersetzt mir alle Vokale. Wunderbar. Als nächstes möchte ich mal validieren. Sagen wir mal, ich möchte prüfen, ob mein String mit einem B beginnt, dann beliebig viele Buchstaben und mit einem Digit, also einer Ziffer, endet. Achtung, hier brauchen wir zwei Backslashes, weil wir innerhalb eines Java-Strings sind. Und myMatcher.matches. Ja? Also, lassen wir es laufen und es kommt ein True raus. Wenn mein String nicht mit B, sondern mit A beginnen soll, dann kommt ein False raus, weil die Berufsschule nun mal mit B beginnt. Gut, jetzt fehlt noch das Filtern. Da machen wir jetzt folgendes Beispiel, und zwar JavaScript Type Script. Genau, nehmen wir mal die beiden und wir suchen jetzt in unserem Text, was nehmen wir da? Beliebig viele Wortzeichen. Das Ganze soll eher reluctant, also nicht greedy machen und es soll mit Script enden. Jetzt machen wir hier VBA. Was nehmen wir noch? C Sharp. JavaScript, TypeScript und Python. So, und jetzt möchte ich, dass er hier durchsucht. Dazu möchte ich ja jede Fundstelle mit einem System-Out-Print-Line belegen, dass er die eben untereinander ausgibt. Das heißt, ich brauche eine Schleife while myMatcher und mit find kann ich jetzt hier hinterlegen, dass er so lange weitermacht, solange noch eine Fundstelle existiert. Und jetzt gebe ich hier nicht Matches, sondern Group. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und wir sehen hier JavaScript und TypeScript. Das sind jetzt die beiden Fundstellen. Und alles andere eben ignorierte. Und damit haben wir jetzt alle drei Anwendungsfälle mal mit Java angesprochen. Das war es jetzt soweit zu den regulären Ausdrücken. Tiefer werde ich jetzt nicht reingehen, weil ich glaube, dann wird es wirklich esoterisch. Aber ich glaube, jetzt gerade mit dem ersten Video können wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Sachen lösen. Und im zweiten Video, glaube ich, habe ich jetzt doch die ein oder andere ja, weiterführende Technik mal erklärt, dass man da zumindest mal, wenn es drauf ankommt, weiß, wonach man googeln sollte. Ja, so viel dazu. Und ja, wir sehen uns dann oder hören uns beim nächsten Video und wie immer dranbleiben.